So, auf den Boden nehmen wir. Ein Boden mit Holzgeschmack. Ja, machen wir einen Holzboden. Schön etwas helleres Holz, weil sonst ist es lame. Ups. Ach ja, fange ich lieber am besten hier mal an gleich. Oh, jetzt habe ich einen ganz dicken Fehler gemacht. Ne, doch nicht. War genau richtig. Alles super. Ich nehme alles wieder zurück. Muss ich vielleicht doch wieder noch eine neue Schüssel machen, bestimmt. Oh, Tür. Wo ist die Tür? Tür, da ist die Tür. So, so ist gut. Ich denke, wir machen. So, dann schütte ich jetzt nochmal kurz hier eben den Boden aus, um den mit dem Holz zu verschönern. Und dann mache ich den Holz rein und dann gehe ich schlafen. Ja, das ist der Plan. Dann gehe ich schlafen. Und kling. Ja, dachte ich mir. Diesmal hat es mich nicht überrascht. Aua. Was war das denn? Okay. Was war das? Fliegende Rehe? Nano. Liebhaber werden das erkennen. Dieses fliegende Rehe? Nano. Das ist ein Quiz des Tages. Woher stammt dieses Zitat? Fliegende Rehe? Nano. Wenn man das sagen kann, kriegt man irgendwie Punkt. Nein, den schätze ich dann aber auf jeden Fall. Weil nicht alle, das war vor allem gerade die heutige Jugend, ne? Weiß, was es, also, woher das Zitat kommt und. Boah, weiß diese, ich rede einfach mal weiter, weiß dieses, also dieser Film nicht zu würdigen. Ja, ich, nochmal dazu, habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt, ich bin jetzt 19 geworden im Januar. Und gehöre selber noch zu der Jugend von heute, aber ich sag das so gern, dass die Jugend von heute, bläh, ne? Das gefällt mir. Ich laber jetzt auch nur noch irgendwie Müll und ich will das eigentlich auch nur noch fertig kriegen und ich könnte eigentlich auch schon aufhören zu recorden, ey, weil ich echt nur noch Scheiße laber, aber ich weiß nicht, dann kommt das nächste Mal, wenn ich das nächste Mal weitermache, dann kommt ihr so schon, dann ist der Raum schon, dann ist der Boden schon drin einfach. Und ihr wisst nicht, wie es entstanden ist. Die ganze ich will ja die ganze Entstehungsgeschichte von allen Sachen, die ich hier produziere, festhalten. Für die Ewigkeit. Zumindest so lange, bis irgendwie irgendwann mal alle YouTube-Server down sind. Ach, verdammt. Alle YouTube-Server down sind und ich es nicht mehr verplatte. Also dann ist es halt weg, aber. Nein. Ach, scheiße. Egal. Nee, doch nicht. Und Bitch. Ja, auf jeden Fall möchte ich das. Sowieso, falls ich mir das auch später nochmal selber angucken möchte. Oder so wie bei Counter-Strike. Ups. Was soll ich sagen? Genau. Wie bei Counter-Strike so nochmal das Demo angucken und gucken, was hat man falsch gemacht, ne? Und so. Dann, wie mache ich das denn? Dann habe ich es wenigstens hier so auf in Anführungszeichen Band. Also ich hab's aufgenommen. So. Oh. So. Ah ja, so ist richtig. Och Mann, jetzt fängt das schon wieder an. Ach, ich muss doch erstmal den Boden fertig drin machen, oder ist er schon fertig? Ach, der ist schon fertig. Voila. Jetzt muss ich aber noch das hier fertig machen, weil sonst legt mich das wieder auf. Kann ich nicht schlafen. Ach, da ist die Schippe. Jetzt fängt die Scheiße schon an mit dem. Oh, ich mach das schöner, ich mach das schöner. Oh, ein bisschen Zeit habe ich noch. Und so geht die Zeit um. Ich glaube, meine Festplatte ist bestimmt auch schon voll. Das bringt gar nichts mehr, wenn ich das überhaupt aufnehme, weil die Festplatte ist voll. Aber jetzt haben wir mich jetzt Clearstone genommen, wenn ich doch... Oh, meine... Ach, es ist auch egal.
So, jetzt kommt das hier noch auch noch da rein. Wunderbar. Jetzt habe ich alles wenigstens makellos, in Anführungszeichen, hier. Kann man eigentlich auch aus Holz die Treppe machen? Ja, dann beiß ich mir jetzt aber, dann ist aber Armageddon hier. Oh nee, oder? Jetzt muss man nochmal alles neu machen. Komm, Dreck brauche ich gerade nicht. Ja, mehr dürfte ich jetzt eigentlich auch nicht benutzen. Zup. Das dürfte reichen eigentlich. Wenn ich jetzt nochmal... Jetzt die Frage ab, wo fängt man an, ne? Also schön. Oder? Nee, ich habe eine voll geile Idee. Oh nein, ich muss aber erst noch hoch. Oh scheiße, ach jetzt... Komm, muss ich nicht. War gelogen. Bis hier hin. Oder sagen wir mal bis hier. Dann machen wir hier nochmal zu. Und dann geht's wieder hier runter. Ach nein, scheiße. Brauche ich ja gar nicht mehr. Dann mache ich das nämlich ganz cool. Dann mache ich nämlich jetzt hier eine Treppe hin. Hier. Hier hacke ich die Scheiße nochmal weg, ne? Oh ne, das sieht kacke aus. Oh. Ja, dann meinetwegen geht das noch eine Etage tiefer hier. Ja, doch, das muss ich jetzt so machen. Oh. Schippe schon wieder weg. Oh, Glas brauche ich gerade nicht. Nein, doch, richtig. Verdammt. So, und das kommt auch noch weg. Das kommt auch noch weg. So. So. Was ist da oben denn schon wieder los? Was ist denn vor der Hut? So. Ah, das ist aber nicht so, wie ich es will. Mann. Ach ja, komm, dann kann ich es gleich vergessen. Ah, ich wollte eigentlich hier so bis hierhin so Holz machen und dann eine Tür machen und dann ab hier mit diesen Steindingern weiter. Aber das hat sich ja jetzt schon wieder erledigt, so eine Scheiße. Komm, egal, vergessen was. Ist alles so super. So. So ist okay. Komm, vergessen was. Okay. Ja. Jetzt dürfte. Ja, jetzt gehe ich erstmal. Jetzt kann ich endlich... Obwohl... Ja, komm, das kann ich auch noch eben machen, ey. Die Decke, die regt mich gerade alles, das regt mich gerade alles auf. Das kann ich mir jetzt gerade echt nicht geben. Ich muss eben kurz hier alles fein sauberlich. Hier muss ich mich ein bisschen beeilen, weil nicht, dass die hier eindringen. Die Jungs hier draußen. Ah, eben kurz. Ah, mein Auge juckt so derbe, ne? Das ist unmöglich. So. Blub, blub. Da unten natürlich auch. Wird nicht vergessen. Ich habe auch neulich aus einem anderen Let's Play Video erfahren, dass man für diese, es gibt ja so, na wie soll ich sagen, so Pressen. So, und da kannst du mit dem Hebel an- und ausmachen. Du kannst vorne an der Presse was dran kleben und dafür braucht man Schleimbälle von diesen Schleimviechern, die überall blöd rumhüpfen. Gut, soweit habe ich das sogar noch verstanden, aber dann kann man auch irgendwie Räume erschaffen an ganz bestimmten Koordinaten, die wie gesagt, die Dinger, also farmen, also nicht farmen, sondern die spawnen dann da. Dann hast du nach einer Zeit einen ganzen Raum voll mit diesen Schleimis da, diesen viereckigen Propfen, die man machen. Ja, und dann kannst du die kaputt machen irgendwie, aber darfst du auch nicht mit Waffen, sondern nur mit Haus oder Schicken oder so und dann, ach scheiße, ist das auch noch alle, oh Gott, ey. Also mit Hühnchen kannst du, also, ach verdammt, Wortfindungsstörung. Also,
Kannst du dann halt kaputt machen, also nicht mit Waffen, sondern man muss irgendwie so ein bisschen Transporter machen, damit diese Schleimbällchen droppen. Und dann kannst du die irgendwie, ja, da hast du Schleimbällchen, die Schleimbällchen musst du vorne da dran manschen und dann hast du irgendwie so ein Ding, was ich gerade meinte, halt so eine Presse da, wo du vorne einen Block dran kleben kannst. Kannst du zum Beispiel so eine Tür machen, also Blöcke dran machen und dann kannst du die so, ich glaube echt, in die Wand reindrücken und dann ist die Tür auf oder irgendwie sowas. Genau weiß ich das jetzt auch nicht, wie das funktionieren tut, aber so stelle ich es mir auf jeden Fall vor. Also erst bis jetzt da ist auch noch, also dieser Let's Player, den ich da gerade mir angeguckt habe, ist auch noch nicht so weit gekommen, dass er mir das zeigen konnte. Oder gesagt, ich habe noch viel von den Leuten abgeguckt, also ich will jetzt eigentlich so sagen, so, ich gucke keine anderen Let's Plays, ich bin der Coolste, sondern ich gucke mir natürlich auch andere Let's Plays an. Weil ich feiere auch ein paar Leute, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt so, ich will jetzt nicht Werbung für die machen, das klingt dann auch so, oh, der kenne ich jetzt, dann denken alle, oh, kennst du bestimmt den Echten, der macht jetzt noch Werbung für die. Also diese Leute hätten es nicht nötig, dass ich für die Werbung mache, aber na, wie gesagt, ich gucke mir die gerne an und feiere die und, ah, oh, korrekt. Und ja, da gucke ich mir dann auch ab und zu meine Scheibe ab hier von wegen, also nicht wie die hier Let's Playen, also wie die, was die labern, das ist mir eigentlich scheißegal. Also ich feiere es auch wie, ups, kacke, ich feiere natürlich auch, wie die das machen, aber ich übernehme nichts von denen, weil ich habe ja mal einen ganz anderen Style, wie ich was hier präsentiere, von, also dieses Spiel, würde ich ja schon fast sagen. Und deswegen will ich jetzt nicht behaupten, oder hoffe ich, dass keiner von euch denkt, so, oh, da guckt sich jetzt hier bei, was ich, Hartz IV Let's Play oder was weiß ich, was es gibt, hier irgendwie irgendwelche Moves ab und versucht die dann selber für seine eigene zu verkaufen. Also dem ist nicht so. Und wenn es doch mal irgendwo über also Einstimmigkeiten geben sollte, dann sind sie auf jeden Fall nicht extra von mir. Also ich will ja nicht irgendwie jemanden die Show stehlen oder so. Gerade ich nicht, ey. Ich bin ja sowieso noch ein ganz kleines Licht in dieser Let's Play-Szene. In Anführungszeichen Szene. Also da kann ich sowieso keinem noch die Show stehlen. Aber vielleicht, eventuell, in ein, zwei Jahren, wenn mal ein cooles Spiel rauskommt, ich bin der Erste, der es hat oder so. Vielleicht ist es dann einfach mal so, soll es mal so sein, dass ich dann doch mal irgendwie ein bisschen berühmter bin. Aber wie gesagt, das ist nicht mein hauptsächliches Ziel. Oh, kann man nicht hier um die Ecke so die Fackeln machen? Ach, so eine Scheiße. Das ist nicht mein Hauptziel hier, weshalb ich Let's Plays mache. Ich denke mal, viele machen das aus dem Grund, irgendwie Fame zu werden, aber ich habe da vorhin schon so eine Predigt drüber gehalten. Ich glaube, das muss ich nicht nochmal wiederholen. Ich finde es schön, aber muss nicht sein. So. Ja. Und ich verlasse jetzt die Minecraft-Welt in meinem Haus, wo noch kein Bett drin steht. Eigentlich muss ich noch ein Bett. Nein, stopp. Ich verlasse euch jetzt. Ich werde das jetzt nochmal rendern, alles schön. Und dann werde ich das hochladen, zumindest die ersten zwei Parts vielleicht, so über Nacht. Während ich dann noch ein anderes Let's Play mache und, obwohl, ich habe eine Idee. Ich habe noch eine Idee. Also, Nummer 1, was ihr drunter schreibt, ist, wer, von wem ist das fliegende Reh, Nanu? Und das zweite ist, was hättet ihr an meiner Stelle getan, wenn ihr an meiner Stelle wärt? Also wärt ihr erstens, Punkt, schlafen gegangen? Und zweitens riskiert, dass ihr eure Freundin in einer Stunde und 20 Minuten nicht pünktlich weg, weil ihr selber verpennt. Oder zweitens durchzocken, komplett, und dabei Let's Plays machen. Drittens so lange zocken oder rendern, Movies rendern, bis bis 6 Uhr ist und ich meine Freundin dann geweckt habe und dann schlafen gehen. Das ist nämlich auch noch eine Option, die ich gar nicht in Betracht gezogen habe. Weil ich mache eigentlich immer entweder komplett oder gar nicht. Aber ich könnte jetzt auch einfach mal so um 6 Uhr pennen gehen und dann sagen, ja, gute Nacht, ne? Ja, das wäre eine Idee. Also sagt mir mal, was ihr gemacht hättet. Und dann sage ich mal bis dahin und auf Wiedersehen. Euer Voxel LP. Tüdelü.